Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Schauen wir mal Alien, die Wiedergeburt für die PlayStation 1. Wir sind bei Teil 26 angelangt. Ganz kurz, was ist in Teil 25 passiert? Nicht allzu viel. Wir befinden uns immer noch am Anfang von dem Level genannt Kantinenkomplex. Wir spielen mit der Ripley, wir haben ein bisschen Munitionsknappheit und ja, in Teil 25 bin ich, glaube ich, viermal abgeragelt in dem Level. Wir haben nicht allzu viel erreicht. Und hier fangen wir jetzt da gleich wieder an. Ich hoffe dieses Mal, dass wir wirklich weiterkommen, weil mir wird schon fad bei dem Spiel. Aber probieren wir es einfach. Wunderbarst verschalten. Ist es nicht lustig, wie diese Folge anfängt? Also, nochmal. Ich meine, ich könnte jetzt einfach das Ganze rausschneiden, noch einmal von vorne anfangen, aber ich lasse es drinnen. Ich scheiß mir jetzt nichts mehr. So, also nochmal. Jo. Oscar kriege ich für die Performance, glaube ich, nicht. Aber es hätte noch viel Ärger abgehen können. So, jetzt kommen wieder meine Freunde, die Facehugger. Hugger. Zu vorschnell gedrückt. Leider. Aber ich glaube jetzt nicht, dass auf den einen Schuss ankommen wird. Das wäre wirklich dramatisch. Und ja. Aber werden wir alles sehen. So, und da zweimal oder da zweimal. Das heißt, es ist wurscht, es sind immer zwei. Ich muss immer zweimal drücken, dass ich auf die Waffe komme. Es waren jetzt wieder locker vier Patronen umsonst verschossen, aber ja. Wie tief sind wir gesunken? Wir müssen so oft Patronen zählen. Das ist. So, das nächste Alien befindet sich gleich nach dieser Tür. Da gebe ich zu, wäre es schon besser gewesen, wenn wir die Schrotflinte hätten, weil wir dann die Möglichkeit haben, ihn erstens im Flug zu stoppen und zweitens vielleicht sogar die Möglichkeit, dass man zerplatzen. Dass wir nicht mal Schaden davon nehmen, aber ja, das sollte ja nicht sein. So, jetzt kommt. Genau. Kommt wieder ein Alien von vorne und das zweite Alien kommt, wenn wir vorne beim Erste-Hilfe-Kasten sind. Munitionssparen. Es ist alles nur wegen Munitionssparen. So, ich hoffe den zweiten. Dieses Mal sogar bevor wir das Ding erwischen. So, der ein mittleres.
warte kurz bis... okay, das geht sich aus. So, und haben wir das bekommen? No. Danke. Ah. Wieder da einen falschen Knopf gedrückt. So. Gut, da kommen wir ja nachher raus. Ja, Hauptsache wir haben ihn erwischt, das passt schon. So, erste Hilfe. Da drüben ist die, okay. Patsch. So, die paar Granaten holen wir noch. Noch einmal Luft und dann gehen wir wieder durch den Schacht. Bitte, jetzt würde ich es gerne mal weiterschaffen in dem Level. Ich sehe das gar nicht mehr. So, und wir müssen sehr weit drauf zielen. Wir haben ihn erwischt. Gut, und jetzt nicht runterfallen. Ja, nicht runterfallen. Ich werde einfach wieder das Pulsgewehr benutzen. Ich könnte auch schauen, dass ich dort drüber renne einfach, aber... weil dann müssen sie auch zu mir kommen. So, meine Taktik, die ich jetzt machen will, ist nämlich die, wenn ich mich von da weg bewege, geht dieser Kanal zu. Das heißt, du kannst dann nicht mehr ins Wasser rein, sondern eben kannst dann nur nach hinten gehen. Das wäre halbwegs gut, weil von dort kommen jetzt so zwei Aliens. Das eine rennt rüber am Steg, das andere hüpft meistens entweder auf, also man sitzt da eher auf die Wand, oder manchmal hüpft es auch auf die andere Seite, aber auf jeden Fall, die kommen dahin. Und das ist das Einzige, worauf ich hoffen kann, dass ich da drinnen halbwegs eine Position finde, da hinten die Ecken war halt gut, wo ich quasi nur einen Korridor habe, von wo die Aliens kommen und dort einfach voll drauf halt. Mehr fällt man nicht ein. Und ich kann da nicht nach hinten. Ich kann da nicht zurück. Ich meine, jetzt ist es wurscht, aber was soll die Scheiße? Entschuldigung für den Ausdruck, aber ich werde immer ordinärer, oder beziehungsweise ich benutze immer mehr Kraftausdrücke in diesen Folgen. Es tut mir wirklich leid, aber bei mir liegen langsam aber sicher die Nerven blank. Was soll das? Wieso kann ich da nicht einmal da reingehen? Es ist eine Wand, da schaut's her. Also, ja. Muss auch aufpassen, dass ich jetzt nicht wieder runterfliege. Aber ich gehe nach vorn. Ich kann nicht über diese Mini-Kante, wenn es überhaupt eine ist, ja, kann ich nicht drüber steigen. Also, ich weiß nicht, welcher masochistische Hund da die Gegner hingestellt hat, Level-Design. Es ist mir wirklich schon wurscht. Das ist eine kranke Sau gewesen. So, jetzt habe ich mich wieder ein bisschen aus... mein System gereinigt und ich weiß gerade nicht, wo ich hin muss. Was war das? Da kommt man nicht rein. Das ist irgendein Schacht. Aber das verstehe ich auch nicht. Ich meine, ich muss jetzt eher aufpassen, dass ich da nicht wieder runterfliege. Ah, es ist wurscht, ist wurscht. Wir lassen es jetzt alles einmal so, wie es ist. Gut, wir haben 0 Schrotmunition, wir haben den Granatwerfer, wir haben noch ein bisschen vom Flammenwerfer und wir haben ein bisschen was vom Pulsgewehr.
Und wir haben hier einen Aufzug. Das ist natürlich auch toll. Und ich weiß nicht, wo die Tür aufgehen wird. Also wenn jetzt irgendwas noch kommt, außer Facehacker, bin ich im Arsch. Und ich habe schon wieder Kraftausdruck benutzt. Schon wieder zwei, was soll das? Ich probier's einmal noch. Entschuldigung. Okay, wir probieren's noch einmal. Ja, das ist. Es wird immer schlimmer. Es ist wurscht, was du machst. Es wird immer schlimmer. So, einmal raufschalten, Schrotflinte zweimal ist Pulsgewehr, auf ein neues. War nicht schlecht. War nicht schlecht. Hätte viel schlechter abbrennen können. So. Alter, wie viele sind da auf einmal? Mir kommt vor, als wenn da mindestens zwei mehr gewesen sind, als was normalerweise sind. Aber wie gesagt, die Facehacker, die sind mir eh sowas von blunzen, das... Gibt's noch welche? Ah, da ist schon wieder einer! So, waren das alle? Outedog! Okay.
Wir haben 3 Schuss gebraucht. 3 Schuss gebraucht. 3 Schuss gebraucht. Da kommt nicht einmal mehr das Spiel mit. Hast du es gesehen? Dem ist noch halbwegs gegangen, weil er ein bisschen weiter weg war. Deswegen wollte ich jetzt auch nicht wechseln. Und manchmal hat man ja auch das Glück, wenn die stehen bleiben und schlatzen, dann eben verliert man wieder ein bisschen oder gewinnt ein bisschen an Distanz. Dann hast du Chancen, dass du halt eben mit der Pistole auch mal ein Alien umbringst. Aber jetzt beim nächsten kannst du es eh vergessen. Der ist so schnell neben uns, bei dem kann man eh nichts machen. Der hintere geflogen ist. Schön. Gut. So. Granatwerfer. Haben wir den jetzt genommen? Ja. Okay. Was habe ich zuerst gesagt? Einmal probiere ich es noch, gell? Ich probiere es noch einmal. Aber ich glaube, für den Fall der Fälle, dass ich jetzt gleich am Anfang abkragel, könnte es sein, dass ich vielleicht noch einmal es probieren sollte, aber ansonsten glaube ich, ist das für diesen Teil auch wieder das letzte Mal, dass ich es probiere. Ich muss immer nachfetzen, weil ich mir denke, er ist doch nicht hin. Er ist doch nicht hin. Ich habe mich schon wieder verdrückt, jawohl. Ist ja nicht das erste Mal, dass ich mich verdrückt habe. Thank you.
Das war schon lange her, dass ich sowas mal zusammengebracht habe, gell? Dass man der wirklich zerplatzt. So, Schreie. Gut, solange nichts Tragisches passiert, ist nicht unbedingt wichtig, ob es jetzt der richtige oder der falsche Knopf war. So. Wieso hat der nichts? Wieso überhaupt? Wieso gibt es da nicht irgendwo was, wo man vielleicht Munition noch ein bisschen herkriegt? Okay, da kann man nicht mal raufgehen, da rutscht er gleich runter, oder was? Schau mich kurz um, ob ich da irgendwo vielleicht zufällig irgendwas vergessen haben sollte, aber da ist nirgends was. Es würde schon reichen, ein Clip, halt eben ein Magazin fürs Pulsgewehr. Das würde mir mehr helfen als eben 6 von diesen Granaten. Kabum. So. Das sehe ich nichts. Da müsste es sein, ja genau. Etwas, was wir jetzt auch noch vielleicht das Saufen. Es ist so unfair, so unfair, so unfair. Und ganz ehrlich, wie gesagt, für meine Begriffe, das hat nichts mehr mit Schwierigkeitsgrad oder ja, fordernd zu tun. Das ist einfach nur mehr Glückssache. Es ist ohne Scheiß, es ist nur mehr Glückssache, weil so wie meine Munitionsbestände sind, auch jetzt, nachdem ich halt eben vor 2 Teilen oder was, habe ich ja nochmal die letzte Sektion von dem Vorlevel habe ich ja gespielt gehabt und geschaut gehabt, dass ich irgendwie es zusammenbringe, dass ich ein bisschen mehr Munition also mit ein bisschen mehr Munition in dem Level anfange. Da muss jeder Schuss alleine mit dem Granatwerfer. Ich sag's einmal so, von den Gegnern her bis jetzt, es geht sich mit der Munition aus. Aber jeder Schuss muss sitzen. Und das ist was, das kann nur mehr mit Glück zusammenhängen und nicht mit Können. Ich glaube, ich habe ihn erwischt. Wenn du einmal daneben schießt, bist das. So, zweimal. 1, 2, dann wären wir da. Gut. Und da jetzt genauso. Ich müsste wirklich zusammenbringen, den einen gleich zu erwischen. Geht dann nicht rüber, für was? Das bringt nichts. Ich sehe einen Alien runterhupfen. Das war's.
du nicht zufällig vielleicht irgendwo was, was wir nicht gekriegt haben? Oder was wir übersehen haben einfach? Weil da fand ich es auch so lustig, wie ich runtergeflogen bin, dass dort so eine explosive Kiste auf einmal gestanden ist. Außer, das kann nämlich auch sein, weil ich habe mir eigentlich einbildet gehabt, dass wenn wir runterhupfen ins Wasser, da runterfahren, rauf und dann dieses Ventil umdrehen, dass dort diese Öffnung aufgeht, hätte ich mir eigentlich gedacht, dass unten abgeschlossen wird und quasi das Wasser weggeht. Deswegen war ich mir nicht sicher, ob das eigentlich ein eigener Raum ist, wo wir rauskommen sind, oder ob das Wasser abgesaugt worden ist dort. Aber ist jetzt der E-Wurst. Also das dürfte ein anderer Raum sein, der einfach nur gleich gebaut ist. Wir wissen, die kommen von links. Das ist das Einzige, was wir wissen. Der Flammenwerfer, wie gesagt, mit dem kannst du... 1, 2... Es ist eh wurscht. Da wäre es auch schön, wenn ich da was zum Speichern hätte. Dann könnte ich die paar Schüsse da probieren, ob ich es irgendwie so zusammenbringe. Weil so kann ich jetzt nur auf... Halt nicht noch einen Kampf aus. Bitte gib's mal ein bisschen Chance. Ich flehe, aber ich habe gefleht, habe ich. Wo ist da überhaupt irgendwas? Es blutet, es ist noch am Leben, rein dort. Ich höre ihn ja, dass er da herumhechelt, aber wo ist die Sau? Probier wirklich alles nur Menschenmögliche, dass ich da irgendwie... Er hört sich extrem nah an, deswegen will ich da das probieren. Was natürlich nicht. Hey, warte mal, was sind wir denn da? Ich will nicht runterhupfen. Wenn ich runterhupf, kommt halt eben das Alien. Ich habe 10 Schuss. Mit die 10 Schuss, ich glaube, es ist möglich, dass man es erwischt mit 10 Schuss.
glaube, es ist möglich, aber nicht realistisch. Sorry, dass ich das so auf, ich sage jetzt mal, Zeitschinden spiele, aber ich möchte einfach schauen, dass ich irgendwie dieses Alien aufschrecken kann, damit ich es von da oben fertig mache, weil ich einen Nahkampf überlebe nicht mehr. Ich habe zwar noch volle Energie, das muss man auch noch zugute halten, aber... Und ich finde es eigentlich eh lustig, wenn man nimmt, ich habe ja gerade gegen, warte nicht, gegen 6 gekämpft, 5 6, 3 davon sind eh aus der Scheiben rausgekommen. Wie gibt es, dass da noch eins drinnen ist? Zweimal runter. Ja, es hilft nichts, ich muss... Der einzige Vorteil, den ich habe, ist der, dass wenn ich das noch einmal, wenn ich jetzt abkrageln sollte und ich spiele es dann noch einmal, ich weiß aber nicht, von wo es herkommen ist. Ich weiß nicht, von wo es herkommen ist. Es ist schön, dass es mal Granaten gibt. Wirklich, ist echt toll. Hey, was ist das? Da kann man auf einmal draufsteigen. Wieso kann man da auf einmal draufsteigen? Es ist wirklich schön, Granaten, yeah, juhu, Granaten, Granaten. Aber... ich habe andere Waffen. Da, super, ja, Schrotflintenmunition, 4 Schuss... damit werde ich jetzt gewinnen. Oh, sie sind wirklich großzügig. 8 Schuss, na bitte. Okay, ich glaube mal, das wird es wohl sein. Okay, da wird da drüben das Ding aufgehen. Wir haben keine Erste-Hilfe-Köfferchen mehr. Wir haben gar nichts. Zwei runterschalten, ja. Das Verhalten hat man auch noch nie gesehen von denen, gell? Der ist ja quasi von mir davon gerannt. Wo kommt der her? Noch einmal? Zweimal, dann kommen wir auf die Schutzflinte. Okay. Zugang gewährt. Zugang gewährt hat es doch geheißen. Welcher Zugang? Ich hab mal gedacht, das da. Da geht's auch nicht weiter. Hä? Ich kann nicht springen, also wo soll ich rauf? Oder muss ich jetzt noch einmal drücken? Ich kenne mich echt nicht mehr aus. Heißt. Da ist nichts. Da sind keine Türen, kein gar nichts. Da wäre das da.
Also war auch nichts. Also müsste ja eigentlich die Tür sein. Aber die ist es nicht. Ja, habe ich schon erwähnt, ich habe keine erste Hilfe mehr. Ich habe gar nichts mehr. Ich habe ein paar Schuss Munition. Zugang gewährt. Jetzt kann ich nur mehr absaufen. Ist auch gut. Kein Speicherpunkt mehr. Das wollen wir ja auch nicht vergessen. Was sind wir da? Also von da sind wir gekommen. Gut, wir kriegen da Luft. Das heißt, wir müssen da vorbei. Lass mal kurz die Ding aufladen. Oh Gott, das ist die Küche. Na, da kommt auf jeden Fall mindestens ein Alien noch daher geschwommen. Damit wir ja die Szene aus dem Film nachspielen können. Eine Autodog-Einheit. Toll. Ich weiß, wir haben schon längst Überzeit erreicht, aber ich gebe ganz ehrlich zu, es könnte sein, dass das die letzte Folge ist von diesem Schauen wir mal Projekt. Ja. Je nachdem, ob man da jetzt überhaupt noch an. Ja. Kurz schauen, was gibt's. Also, da ist nirgendwo was gewesen. Da unten kriegen wir eine Autodog-Einheit. Ehrlich gesagt will ich da gar nicht runter, weil ich brauche keine Autodog-Einheit. Und ich kann mir vorstellen, sobald wir uns dorthin bewegen, passiert irgendwas Garstiges. Das heißt, ich glaube mal, wir könnte sein, dass wir da oben irgendwo das Rädchen haben. Weil wir müssten jetzt irgendwo ein Rädchen finden. Ich schau nochmal da rein. Aber es geht nichts. Geht nichts. Da ist kein Rädchen, kein gar nichts. Also auf der ganzen linken Seite ist nichts. Da ist auch nichts. Da ist nicht einmal ein Erste-Hilfe-Kasten, gar nichts. Keine Munition. Waffe wechseln können wir ja unter Wasser sowieso nicht. Das ist eh wurscht. Von da sind wir gekommen. Schauen wir uns die Seite da an. Aber da ist auch nichts. Aber da ist was. Okay, warte mal, da ist in der Mitte irgendwas. Das ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Wie im Film. Soll er machen. Wenn da jetzt da wenigstens noch ein Speicherpunkt ist, dann geht's noch irgendwie.
So, der hat mich hier befruchtet, das ist okay. Also, okay. Kann man natürlich auch was viel Besseres vorstellen, aber... Ich muss aufpassen wegen der Dockenheit, ich weiß. So, nein, ist wurscht, pass auf. Autodog-Einheit, zack, 18 haben wir davon. Das, selbst wenn mich jedes einzelne, also jeder einzelne Facehacker dort erwischt, habe ich immer noch ein paar übrig in Reserve. Ich möchte nur ganz kurz schauen, wenn ich ihn wirklich brauchen soll. Eins, zweimal. Lustigerweise ist da auch besser, wenn ich die Eier nicht sehr schieße, weil durch den Spritzradius stehen dann, also kommen die anderen dann raus. Das schafft man so. Das haltet schon Ewigkeit aus. Und hinter mir ist er überhaupt, auf das freue ich mich schon, da ist er wieder mein alter Erzfeind heiße Luft. Auch Dampf genannt. Und ich weiß, wir sind schon auf Überlänge, aber wir schauen einfach, wie weit wir kommen. Und ich kann die Folge eh nicht beenden, weil ich nicht weiß, wie weit es geht. Weil es hilft mir nichts, wenn ich jetzt das beende, also quasi diese Folge für euch. Und in der nächsten Folge spiele ich 2 Minuten, dann sage ich mir, reicht's. Da mache ich jetzt diese Folge von mir aus ein bisschen länger und gibt eh einige Leute, die haben das lieber. Gut, wenn ich davor stehe. Ups, das ist mein Magen. Ich sollte mal was essen. Zugang gewährt. Welcher? Aha, eh nicht der da hinten. Ja, es ist nicht der hintere. Ist der jetzt eigentlich immer aus oder nur wenn ich wegschaue? Möchtest du wissen? Welcher Ingenieur baut sowas? Aus. An. Aus. An. Dauer an, wenn man hinschaut. Ach Gott. Ist da oben. Ich komme nicht mehr rauf. Ich meine, ist schön, dass ich wenigstens Luft da kriege, aber im Endeffekt, die haben mir den Weg da auch abgesperrt, dass ich nicht mehr raufgehen kann, damit ich da unten eingesperrt bin mit den ganzen Aliens. Gut, und ich weiß jetzt wirklich nicht mehr, eben in welche Richtung ich muss. Das heißt, ich werde es einmal so probieren.
Da hinten ist die Autodockenheit, gell? Ja. Können wir in die Richtung. There goes nothing. Das war der falsche Weg. Lass mal nochmal alles auffrischen. Ich weiß, es ist nicht Zeitschinden, aber einfach nur das, ich habe jetzt keine Lust. Falls jetzt von vorn noch einmal ein Alien kommt, eben, dann schaue ich, dass ich einfach vom Licht und vom Sauerstoff her, dass ich einfach die besten Voraussetzungen gehabt hätte. Wie gesagt, die Autodockenheit ist mir das so wurscht. Ich traue ihnen alles zu. Eine Mörderfolge, also so wie es ausschaut, ich werde auf jeden Fall, es werden dann noch Folgen kommen, zumindest mal eine, weil wir jetzt so weit gekommen sind, wir haben es zum nächsten Speicherpunkt geschafft. Ich war echt schon so knapp davor, wenn ich jetzt dann noch irgendwo abgeragelt hätte, ich glaube, ich hätte mir schwerstens überlegt, dass ich das schon mal Projekt abbreche, weil es nicht mehr packbar ist. Aber jetzt durch irgendeinen Zufall, göttliche Fügung, ich weiß nicht, irgendwelche Planeten sind in der Reihe gestanden oder haben sich gegenseitig umzingelt oder umkreist, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, wir sind weitergekommen. Ich hoffe mal, es hat euch Spaß gemacht und euch hat diese extra lange Folge gefallen von Schauen wir mal Alien, die Wiedergeburt für die PlayStation 1. Das war jetzt Teil 26. Ich melde mich ab, ich gehe wieder mal was essen. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr die Folge sehen solltet. Mensch bleiben auf jeden Fall. Vielleicht sehen wir uns das nächste Mal. Tschüss. Baba.